Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einer super schönen Sommertuchanleitung. Super niedlich, in Stäbchen gehäkelt, in Luftmaschen, geht richtig schön schnell und einfach von der Nadel. Ich habe einen Baumwollmix dafür verwendet, den ich euch gleich natürlich nochmal vorstelle, mit einer super süßen Farbvariation drin. Wir haben hier das Ganze vom Gelb rüber zum Rosa, rüber zum Violett, das Ganze super pastellig und wie ich es genau gemacht habe, seht ihr natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's mit der Fashion Cotton Wolle hier von Rico Design Light & Long in Tweed. Wir haben hier 50 Gramm auf 185 Meter Lauflänge, also super leichtes Garn, 47% Baumwolle, 43% Polyacryl, 7% Polyamid und 3% Viskose im Mix, eigentlich für 4er-Nadeln. Ich häkel das Ganze klassisch ein bisschen größer mit meiner 6er hier. Und ich habe hier auch schon einmal das Schildchen so ein bisschen rausgenommen. Da schauen wir auch nochmal nach der Farbe. Der Mix hier aus diesem Violett und Gelb ist die Nummer 4. Und damit geht es dann auch schon los. So, ich schaue einmal, dass ich hier möglichst den Faden von innen finde. Macht sich ein bisschen schwierig, da nehme ich es dann doch von außen, überhaupt kein Problem. So, und wir schauen einmal. Ich schlage eine Luftmaschenkette an und zwar auf der Basis von 3. Das werden 15 Maschen bei mir. Und dann gebe ich nochmal 5 für den Rand dazu, also bin ich dann bei 20. 1, 2, 3, 4... 5, 6, da seht ihr, wie schön sich das Ganze auch mit der 6er Nadel häkeln lässt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, hier einmal in der Breite. Dann lasse ich die ersten 4 Maschen aus direkt, praktische Sache. 1, 2, 3, 4 werden ausgelassen. Dann nehme ich einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, in die 5. von der Nadel aus gesehen also, und häkel mein erstes Stäbchen. 3 habe ich für die Höhe gelassen, eine für den Abstand. Und ich häkel direkt in die gleiche Masche ein weiteres Stäbchen und ein drittes Stäbchen. Dann lasse ich 2 Maschen aus und häkel das Ganze wieder. Und durch diese 2 Maschen, die ich immer auslasse, seht ihr auch, warum ich das Ganze auf einer Basis von 3 gehäkelt habe. Dieses Päckchen hier, was aus 3 Stäbchen besteht, hat eben immer eine Masche, in die ich hineinhäkle und dann hat es, ups, das ist mir einmal weggerutscht. So, ich habe es hier. Es hat auf jeder Seite eben dann immer eine Masche zum Abstand. Und die beiden Maschen, die ich lasse, davon gehört die erste noch zu diesem Päckchen dazu und die zweite schon zum nächsten. Damit es immer schön 2 dazwischen hat und jedes eben 2 neben sich frei hat, jedes Päckchen. So, weiter geht's. Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. 3 Stäbchen gehäkelt, das Ganze wieder hier hinein häkeln, Stäbchen, Stäbchen und Stäbchen. Wieder 2 auslassen, das Ganze wieder häkeln. Mal gucken. 1, 2, passt genau. Einmal den Umschlag vergessen. Und dann häkle ich das auch schon zum 5. Mal. Ich habe ja 3 mal 5 genommen. Also habe ich hier auch 5 mal das Muster auf der 3er-Basis. Und dann habe ich ja noch 3 Maschen übrig und in die letzte davon häkle ich eben ein einfaches Stäbchen hinein, um dann hier hübsch meinen Rand zu haben, genau wie am Anfang. So, dann nehme ich 3 Luftmaschen für die Höhe und es geht in der zweiten Reihe schon weiter. 1, 2, 3. Einmal drehen. Und dann steche ich in die Masche des zentralen Stäbchens ein und häkel dort ein V hinein. Und zwar mit einer Luftmasche zentral als Abstand. V, dann geht es hier weiter. In dem nächsten Päckchen dort auch wieder ein V-Häkeln. Hier seht ihr die beiden Vs. Und dann hier einmal rüber und wieder. Und hier wieder rüber. Und das fünfte V insgesamt häkeln. Und zum Abschluss kommt dann hier außen um die Luftmaschenkette vom Start noch ein Stäbchen drumherum. So, erledigt, dann habe ich das auch. Ich habe mit der Luftmaschenkette angefangen, mit der Dreier, ich habe mit dem Stäbchen geendet. Dazwischen habe ich 5 Vs gehäkelt, immer in die zentrale, also in die Masche des zentralen Stäbchens der Vorreihe. Dann geht es jetzt wieder mit 3 Luftmaschen los. Ich drehe alles wieder und häkel jetzt hier um die Luftmasche des Vs herum wieder 3er Stäbchenpäckchen. Dadurch kommt das V jetzt hier sehr schön, sehr groß zur Geltung. Und das häkle ich jetzt um jede Luftmasche herum. Immer 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Hier auch. 1, 2 und Nummer 3. Hier dann auch. 1, 2 und Nummer 3. Und dann hier in das fünfte auch. 3 Stück. 1, 2 und das dritte. Und dann kommt hier außen um die Luftmaschenkette wieder ein einzelnes Stäbchen drumherum. Das sind immer die Ränder, die ich häkle. 3er Luftmaschenketten und dann Stäbchen zum Abschluss an diese andere Seite drumherum. Die nächste Reihe geht dann wieder los mit 3 Luftmaschen. Das Ganze wieder drehen. Und es wird jetzt wieder in die zentrale Masche, also in die Masche des zentralen Stäbchens, um genauer zu sein, wieder Vs gehäkelt. Stäbchen. Luftmasche, Stäbchen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und hier außen dann nochmal Stäbchen. Ups. So. Stäbchen, Luftmasche und das letzte Stäbchen, bei den Vs auf jeden Fall. Ihr seht jetzt hier sehr schön die Entwicklung in den 4 Reihen. Also immer abwechselnd die Dreierpäckchen und die Vs häkeln. Und dann kommt hier außen jetzt wieder ein einzelnes Stäbchen und dann bin ich mit dieser Reihe fertig. Und das häkel ich jetzt ja, entweder über das gesamte Knäuel oder so lange, wie mein Schal sein sollte. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Ihr seht, wie schön sich der Schal entwickelt hat. Ich habe hier mit diesem leichten Violett gestartet, dann ging es hier rüber zu dem Gelbton, dann haben wir hier ein Rosa und dann geht es jetzt wieder zu dem Violett zurück. Der Schal ist inzwischen ungefähr 1,60 Meter lang, super, super niedlich und das soll mir jetzt auch erstmal an Länge reichen. Ich habe hier noch einen Teil der Wolle übrig, also ein gesamtes Knäuel habe ich dafür nicht mal gebraucht. Und ich mache es jetzt einfach so, dass ich hier oben den Faden einmal abschneide und dann hier von der Arbeit wegziehe mit der Nadel, das Ganze großziehe, rausziehe. Da muss nur noch dieser Faden vernäht werden und der Startfaden. Ich habe übrigens auch wieder mit einer Reihe geendet mit 3 Stäbchen, also nicht mit den Vs. Und hier dann nochmal wirklich sehr, sehr schön eben die Farbvariationen drin. Super niedliche Wolle und wie gesagt lässt sich auch sehr schön ein bisschen größer mit der 6er Nadel arbeiten. Dann ist man auch eben ein bisschen schneller unterwegs dabei. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.